Hallo Leute und herzlich willkommen jetzt hier gerade in der Höhle bzw. Mine, wo auch immer genau, ich weiß es jetzt gar nicht mehr genau. Was habe ich denn hier weggeschlossen? Eine Schaufel. Ach, die nehmen wir mal gerade mit. Ja, auf jeden Fall, wir hatten hier gerade eine Quest. Wir mussten den, glaube ich, gerade folgen, den Leuten, die jetzt gerade schon abgehauen sind. Aha, ich nehme auch mal mit. Sowas kann doch nie schaden. Da unten sind sie jetzt gerade. Nein, sonst gibt es hier wirklich nichts sehr Interessantes zu holen. Lederstreifen sind auch immer sehr gut. Eine Schaufel habe ich jetzt schon. Lederstreifen kann man sehr, sehr gut zum Waffen, beziehungsweise nicht sehr gut, aber man braucht sie eben zur Waffenherstellung, beziehungsweise was weiß ich, noch alles. Also Waffenrüstung bestimmt noch mehr. Aha. Naja, mit dem soll ich jetzt reden, dann wollen wir das doch mal einfach tun. Nichts von dem bringt meine Forschung weiter voran. Was? Ach ja, ihr. Ich erinnere mich an euch. Ihr wollt helfen, das ist schön. Bringt nur bitte meine Arbeit nicht durcheinander. Ich habe mir nur einen Teil davon durchgesehen. Ihr könnt euch gerne in den Kammern nördlich von mir umsehen. Seid bitte vorsichtig, ja? Wir wollen ja nichts kaputt machen. Pack einfach die übrigen magischen Artefakte zusammen, damit ich sie katalogisieren kann. Oha. Gut, das machen wir doch glatt. Bis zum nächsten Mal. Ja, bis zum nächsten Mal. Wollen wir doch mal gucken. So weit weg können die ja nicht sein. Ach, da ist... Ach Gott, den hätte ich jetzt eigentlich... Ach, ist es das Artefakt? Fakt, ja. Okay, den hätte ich jetzt fast nicht gesehen. Nee, das brauchen wir eindeutig nicht. Man tippt immer drauf, obwohl da steht leer. Das ist so ein Reflex oder was weiß ich. Habe ich nicht noch irgendwo eine Fackel? Jetzt seht ihr wahrscheinlich gar nichts. Mal schnell nachgucken. Wo waren die nochmal? Wo waren die da? Da haben wir sie doch. Perfekt. Okay, das sieht mir sehr stark nach einer Falle aus. Da ist wieder der Gute. Hallo. So, wo müssen wir jetzt noch hin? Nee, hier kommen wir her. Ach, die bauen das aber auch immer so auf, damit man gar nichts findet. Da ist noch einer. Aber so weit waren die jetzt auch nicht weg. Hätte auch selber gucken können eigentlich. Muss ich das kaputt machen? Schnell mal eine Waffe nehmen und mal gucken. Nehmen wir denn schönes? Ach, nehmen wir das altbeschworene hier. Stahlkriegshammer, das hört sich doch immer sehr gut an. Und wir haben ja sogar eine Spitzhacke. Nein, ich glaube, so kommen wir da nicht durch. Ja, natürlich kann man das Ganze auch so machen. Und jetzt kommen wir jetzt durch. Warum kommen wir jetzt nicht durch? Hat sich jetzt hier irgendwas verändert? Ist jetzt die Frage. Wir können ja erstmal den anderen jetzt noch suchen gehen. Hier ist es aber... Oh! Was in aller Welt war das für ein Lärm? Ist alles in Ordnung? Ich bin irgendwie eingesperrt. Wie in aller Welt ist das passiert? Wirklich? Vielleicht hat das Amulett eine Bedeutung. Könnt ihr es irgendwie benutzen? Das wollen wir doch mal sehen. Wo haben wir es denn? Wahrscheinlich sonstiges? Gott, wir haben immer zu viel Zeug dabei. Ah, vielleicht... Ah, ein paar Kleidung dürfte es eigentlich sein. Die Frage ist, welches Amulett haben wir jetzt gekriegt? Da wir aber nicht zu viele haben. Ich glaube, das hatten wir schon und das nicht. Seht ihr das? Eine Art Resonanz. Hier und die Mauer. Da
Das muss mit dem Amulett zusammenhängen. Ich frage mich, welche Auswirkungen eure Zauber wohl haben. Ja, hätte mir auch sagen können, also naja. Oh, ja toll, was bringt mir das jetzt, ist die Frage. Aha, ach so, das meinte er. Seltsam, was soll mir das jetzt bringen? Gucken wir einfach mal unter Magie nach, was wir da Schönes haben. Ja, sowas bringt mir ja eigentlich nichts jetzt hier. Kraft. Aha. Ach. Ich kann die gar nicht einsetzen, weil ich jetzt schon zu wenig Mana habe. Beziehungsweise Magie, was weiß ich. Funken. Funken ist auch nicht schlecht. Aha! Und siehe da, es hat geklappt. So, was können wir denn hier alles plündern? Wie bist denn jetzt du hierher gekommen? Tja, das ist auch wieder das Wunder. Wisst ihr was? Ich nehme jetzt erstmal wieder die Fackel. Ach. Schlimm hier. Einfach zu dunkel. Da ist sie. So. Warum in aller Welt sollte dies denn für sie gut sein? Was ist das für ein Ort? Was fragst du mich? Du bist der Meister. Ja, das sind wir doch. Das werde mal sein. Hier ist nichts. Was sollen wir jetzt machen hier? Ihr braucht etwas. Wie? Wartet, Magier, und hört gut zu. Wisset, dass ihr eine Folge von Ereignissen in Gang gesetzt habt, die nicht aufgehalten werden kann. Es wurde noch kein Urteil gefällt, da ihr davon nichts wissen konntet. Es wird ein Urteil über eure zukünftigen Handlungen gefällt werden und darüber, wie ihr den Gefahren begegnet, die euch erwarten. Diese Warnung geht an euch, weil der Sijik-Orden an euch glaubt. Ihr Magier, ihr allein habt das Potenzial, eine Katastrophe zu verhindern. Seid sehr vorsichtig und wisset, dass der Orden euch beobachtet. Das ist jetzt irgendwie leicht unheimlich. Ich schwöre, ich habe gerade etwas ziemlich Seltsames gespürt. Was ist da gerade geschehen? Ich habe leider gar nichts gesehen. Könnt ihr mir mehr darüber sagen, was ihr gesehen habt? Sijik-Orden, seid ihr ganz sicher? Das ist sehr seltsam. Und drohende Gefahren, das ergibt ja gar keinen Sinn. Es besteht keine Verbindung zwischen den Sijiks und diesen Ruinen. Und von ihrem Orden hat seit langer Zeit niemand mehr etwas gesehen. Vielleicht sollten wir einen Blick in dieses Erge werfen. Jetzt seid bitte sehr vorsichtig. Wer weiß, was wir finden. Das war eine Gruppe von Magiern, deren Geschichte noch weiter zurückreicht als die des Kaiserreiches. Sehr mächtig, sehr verschieden. Seit gut 100 Jahren hat sie niemand mehr gesehen. Sie sind verschwunden, zusammen mit ihrer Zufluchtsstätte auf der Insel Artaeo. Ich habe keine Ahnung, was sie mit diesem Ort zu tun haben. Aha, okay. Ja, dann... Bis zum nächsten Mal. Wollen wir jetzt ja mal die Gräber ausrauben, wobei ich das für eine sehr blöde Idee halte. Und, gerade sage ich's, da stehen auch schon die, Gott, was sind das jetzt für Viecher? Keine Ahnung, auf jeden Fall nicht nette. Ruhelose, aha. Ja, lass mich laufen.
Bumm. Nix gibt's. Ach, das brauchen wir aber nicht. So, hier. Das war ja auch wieder super Idee von dem Typi. Naja, okay, es war eine gute Idee. Ich gebe es ja zu. Aber ich meine, das war ja irgendwie... Seid bereit, euch zu... Ja, bin ich. Hab meine Waffe in der Hand. Das ist einfach faszinierend. Was ist das? Also auf jeden Fall... Oh, das sieht doch mal... Finde ich sehr schön hier aus. So, wo gibt's noch welche? Da ist noch einer. Bumm und bumm. Und da liegt die brennende Leiche. Die sind doch immer gut, die braucht man immer. Das Knochen, mehr brauchen wir jetzt mal nicht. Den Bogen brauchen wir eigentlich auch nicht. Das habe ich in den Mordruinen noch nie gesehen. Seht euch nur all diese Särge an. Da lohnt sich ein genaueres Hinsehen. Ich würde gerne meine Weile bleiben und das alles untersuchen. Dagegen sollt weiter versuchen, das zu finden, was diese Vision euch gezeigt hat. Aber seid vorsichtig, wenn es wirklich gefährlich ist. Geht schon voraus. Ich komme bald nach. Er hätte mir auch helfen können, weil es jetzt gefährlich wird, aber pff, also. Naja. Er ist eben unfreundlich und mehr auf Wissenschaft fixiert. So. Egal, das Knochenmehl nehmen wir jetzt auch mit. Gab es hier noch irgendwo Typen? Ja, ich wollte eigentlich nicht mit dir reden. Frage ist, wo muss ich jetzt lang? Ach, da hinten muss ich jetzt lang. Okay. Ich will aber irgendwie jetzt nicht an diesem Hebel ziehen. Naja, egal. So, und jetzt noch an dem hier. Gleich mal doppelt gesichert. Und da geht's in eine Höhle in der Höhle. Stufe 8. Erst Stufe 8. Naja. Fast Stufe 9 kann man ja immer schon sagen. So. Jetzt wollen wir noch einmal schnell hier alles plündern, wie es sich gehört. Hier haben wir noch eine schöne Urne. Ein Silberring, auch schön. Teller. Ach, einen Teller brauchen wir jetzt nicht. Da ist nichts drin, hier ist wahrscheinlich noch was drin. Auch nicht viel, aber immerhin. Gut, wo müssen wir denn jetzt lang? Also irgendwie da, ja. Mhm. Hätte der nicht so schöne Augen, hätte ich ihn gar nicht gesehen. Das ist sehr freundlich von ihm. Beziehungsweise er kann auch nichts für seine Augen, aber... Wow! Das kam jetzt doch irgendwo... Wo kam das her? Ah, ich bin wahrscheinlich auf irgendwas draufgetreten. Frage ist trotzdem, wo das herkam. Da ist auf jeden Fall noch einer. Und jetzt nicht mehr, aber da ist noch einer. Ja, also irgendwie ist unsere Waffe doch sehr, sehr stark. Mit einem Schlag immer alle weg. Naja. Schadet nicht, schadet nicht. Ich meine, wir haben ja auch etwas Leben verloren. Was soll... Wo, da? Ach so, hallo. Bumm. Die Augen alle lischen. So, ich wollte nämlich gerade noch hier die Pilze nehmen. Denn ich denke mal, die schaden auch nicht. Jetzt gehen wir mal hier hoch. Aha. Okay. Mit einem Blick auf die Uhr sehe ich schon wieder, die Zeit ist schon wieder um. Ich würde sagen, dann mache ich hier einen Cut. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal hoffentlich wieder. Und dann
Danke fürs Zuschauen, bewertet, kommentiert und abonniert mich, wenn es euch gefallen hat. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.